Optimus schickt seine Pokémon raus, er kennt sich mit ihnen super aus, meint er. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Unite mit mir, dem Terminus, mit dem kleinen süßen Quiekel, weil eigentlich wollte ich Lucario spielen, aber man kann nicht alles haben, Motto. Heute sprechen wir über Familiennamen und damit meine ich nicht einfach Nachname, damit meine ich die Namen, die man so benutzt für Familienmitglieder. Wie zum Beispiel, oft kommt es vor, dass halt wirklich kleine Kinder dann nicht den Namen der Mutti oder so kennen, aussprechen können, whatever. Nice. Soll das kleine Kackviech da ein bisschen was holen? Tschüss. Kriegen wir das kaputt? Ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel bei mir Nana. So hatte ich meine Schwester immer genannt, weil die meinen Namen nicht aussprechen konnte. Und war das Shakira? Oder das war Nana, 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 Nana. Daher kommt mein Spitzname von meiner kleinen Schwester, als die halt noch unter Kindergartenalter war. Also das ist schon ein gutes Weilchen her. Bei ihr war es eine mehr conscious decision, sie Schwabbeltiki zu nennen. Das kam mal irgendwo raus, ich weiß gar nicht mehr, woher das war. Schwabbeltiki, Spörli, Spaß. Gut war auch... Ah nee, das weiß ich noch, weil sie sich unseren damals neuen Nachbarn vorgestellt hat als Hallo, ich bin, Name Spörli, Spaß. Das war halt so gut, dass ich das zu Schwabbeltiki, Spörli, Spaß übernommen habe. Ich hasse es. Und jetzt habe ich das nicht. Was haben wir noch? Meine noch jüngere kleine Schwester Noe, weil meine Großmutter immer Noe gesagt hat. Wir wissen auch nicht ganz, wie das kam. Ich gehe da mal nach unten. Wobei jetzt noch die Bienen kommen würden mit 10 Sekunden, dann holen wir uns die einmal unten. Gut, war auch bei mir. Ich war oft immer Armin, Andi. Weil ich so ziemlich alle meine Onkel war in meinem Namen. Meine Oma kam da irgendwann... Oh gut, irgendwann nicht. Das war auch nicht wegen dem Alter. Das ist jetzt 20 Jahre lang immer so gewesen. Die kam halt immer ein bisschen durcheinander mit all den Namen. Also ein bisschen süß war, das muss man ja sagen. Fertig. Stand ich im Feuer oder so? Das war gerade komisch. Egal. Machen wir den Harald kaputt. Sonst, wie nenne ich meine Eltern? Mutter und Dada. Das aber auch eher hat sich irgendwann so eingebürgert, weil ich sie gerne nerve. So habe ich die nicht immer genannt. Es war halt Mama und Papa früher, logisch. Aber irgendwann habe ich angefangen, Mutter mit so hochgestellt, hochnäsig und so zu assoziieren. Was meine Mutter gar nicht ist. Aber damit kann man sie am meisten ärgern. Kommt da noch wer zum Helfen oder meint ihr so, nö? Fuck. Ich habe keinen Cooldown auf irgendwas. Sehr gut. Rückzug. Nice, 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 nice. Aber auch gut, dass die alle so mega spät kamen. 2. Freeze. Dead. Das war zu viel. Da wollte ich zu viel. Das solltest du vielleicht nicht machen. Darf ich bitte Eiszapfhagel benutzen, ne? Die anderen pushen aber auch ohne mich. Wobei, ist das nur der Frosch? Ich weiß es nicht. Was gibt's noch? Oma Ella? Also ich hatte nie Opas, wohlgemerkt. Ich hatte den Opa väterlicherseits, aber der ist auch früh gestorben. Den mütterlicherseits habe ich nicht kennengelernt, weil er so früh gestorben ist. Von dem her rede ich jetzt nur über meine Großmütter. Da hatte ich Oma Ella.
Die wurde mir vermutlich so vorgestellt von meinen Eltern oder sich selber so vorgestellt. Keine Ahnung, Junge, alle, weiß ich natürlich nicht mehr. Ich weiß nicht, wie sich meine Oma damals mir vorgestellt hat. Die kennt mich länger, als ich sie kenne, einfach weil ich noch nicht so dieses menschliche Bewusstsein hatte, als ich sie kennengelernt habe. Ihr versteht. Ihr Name war Elydia. Und bei Gott, das wusste ich über Jahre nicht. Sie war halt immer Oma Ella. So hat man sie mir, wie gesagt, wahrscheinlich vorgestellt. Und das, so hieß sie für mich. War halt Oma Ella. Dann die andere Oma ist interessanter vermutlich. Das war die Mucki-Oma. Da kann ich nicht unbedingt sagen, woher das kommt. Weil eine Theorie könnte sein, kommt von Muckis. Die Frau war jetzt nicht sonderlich stark oder so, dass man das annehmen müsste. Sonst besteht noch die Möglichkeit, stopp bitte. Von wegen. Das hat man früher zu Kindern gesagt, so um, wo kommen Babys her, zu vermeiden. Wenn ein Baby noch im Bauch der Mutter ist, weil so viel kriegst du auch als Kindergartenkind mit. Wenn Mami sagt, hey, du kriegst ein Geschwisterchen, sie wird fett und ekelhaft. Ja, ihr versteht, was ich meine. Dann ist das vermutlich nicht. Es bringt nichts, dem Kind zu sagen, ja, Embryon. Das blickt das Kind nicht. Das wurde damals bei uns immer eine Mucke genannt. Ja, das kommt, keine Ahnung, ob das bei meiner Familie so war, weil den Ausdruck kenne ich halt bei sonst niemandem. Und das kann ich eher irgendwie in Verbindung bringen mit Mucki-Oma. Aber ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß auch nicht, weil bei Oma Ella war ich der erste Enkel. Wenn irgendein Name erfunden wurde, dann wahrscheinlich von mir. Aber Mucki-Oma hatte halt schon mehrere Enkel. Ich war der erste von diesem speziellen Sohn von ihr. Ich war der erste Enkel aus diesem Ast quasi. Aber, hallo? Ja, der ist unstoppable. Aber, wie lange hält das? Der ist so schnell. Das ist so dumm. Und deswegen kann es sein, dass sie den Namen von irgendeinem anderen meiner Cousins bekommen hat. Und das sich dann halt auch bei mir eingebürgert hat. Und sie mir halt dann auch so vorgestellt wurde. Ja, verpiss dich. Nee, wir gehen nach unten. Also, so muss ich mir das vorstellen. Was gibt's noch? Auch er, um ihn zu ärgern, nenne ich meinen Onkel manchmal Önkele. Wie gesagt, ja, das kommt, weil ich alles nicht, ist halt meistens wirklich nur zum Nerven. Zu sehr ärgert's die nicht, also ich gehe nicht den Leuten immer grundsätzlich mega auf den Sack. Ich gehe Leuten auf den Sack. Aber nicht so nicht. Wir haben ein Huge Lead. Huge heißt über 100 und er hat nicht 100 gemacht, oder? Sind wir noch im Vorteil, obwohl ein Tor fehlt? Ich verstehe das Spiel doch nicht. Das müsst ihr mir erklären. Wenn ich ihn kriegen könnte, wäre er eingeeist, weißt du? Bam! Nee! Okay, die Aurasphäre hat funktioniert. Da oben ist ein Glurak. Und mit da oben meine ich hier! Tumnus Stampfi Stampfi! Es kam nicht mehr raus, es kam nicht mehr raus. Ich hasse es, wenn das passiert. Er wird nicht abgeben können, die spawnen gerade wieder. Das ist also mega doof, was Absol macht. Komisch, woher hätte ich das wissen können? Hätte er viel nahe geholfen, hätten wir jetzt vielleicht schon Zapdos. Wir sind im Lead. Wir müssen eigentlich nur verteidigen. Wenn die jetzt zu unserem Tor gehen, ist blöd. Wenn die Zapdos absnacken, ist blöd. Also, höchstvermutlich ist alles blöd. Wir waren in Führung und die habt schon wieder alles aufgegeben. Nicht aufgeben! So meine ich das nicht! Es bringt halt alles nichts. Der war so dumm, von den Zapdos zu machen. Was soll man machen? Was soll man machen? Dummes Team, kein Glück. So,
nach Hause, die kriegen jetzt Punkte, wie blöd. Aber mehr gibt es nicht. Dass das ab so runtergegangen ist, war blöd. Dass die Zapdos gemacht haben, obwohl wir in Führung waren, war blöd. Das müsst ihr euch merken im Spiel. Wenn steht Huge Lead, dann habt ihr 100 oder mehr Punkte mehr. Es ist unwahrscheinlich, dass es genau 100 sind. Was heißt, selbst wenn jemand mit 50 abgibt, was ja verdoppelt wird, hat der euch höchstwahrscheinlich nicht aufgeholt. Ihr müsst dann nicht Zapdos machen. Wir müssten es nur verteidigen. Egal. Rant over. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwie weirde Familiennamen habt. Ich weiß, von einigen Freunden gibt es da was. Meistens kommt halt von jüngeren Geschwistern, die dann mit eurem Namen nichts anfangen können, weil sie gerade erst so ein bisschen die Begebenheiten der deutschen Sprache erkunden. Wie gesagt, Nana hat nicht viel mit meinem Namen zu tun. Und sonst, falls euch diese Folge gefallen hat, dann noch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das ist traurig. Bye, bye.